Alle hinter allem Affenkäfig. Auf hier, Werkspionage. Die haben keine hohe Lebenserwartung, ne? Warum? Oder was? Was? Warum haben die keine hohe Lebenserwartung? Weil er das nicht so gemerkt hat, wie ihm das gesagt hat. Er hat einmal wieder... V1710, Jagdbombenmotor vom Zweiten Weltkrieg mit Aufladung und da brummelt er schon. 12 Zylinder, 27 Liter Hubraum in seinen Reisebussen. Heute wieder den Das ist die Frage. Und der Cat hat auch den ersten Lauf in dieser. Und jetzt ein bisschen Alkohol, gib ihm einen Schluck und der vordere Motor wurde als erstes gestartet. Das ist Nummer 1. Nummer 1 läuft. Jetzt. Manfred Zimmermann an der Vorderhöhe ist da. Das ist verbracht worden. Aber das zählt auch gar nicht für unsere Pulle. In erster Linie zählt Pull. Ich werde das aber so sagen, ja?
Das ist jetzt wirklich gequält, das kann ich euch sagen. Und das ist ein Diesel, der gerade mal 120 Pferdchen hatte. Also, Königsmann, Super, Technik, Rolls-Royce, Kulfon, mit serienmäßig schon 3000 Pferd. Ein bisschen Gas wegnehmen, ne? Wenn ihr da alle durch die Tür gehen lässt. Pull, pull. Das ist zwar was. Und wir drücken ihn die Daumen. Wir drücken ihn die Daumen. Er hat bisher nicht allzu viel Glück gehabt. Mit alles nochmal neu abgestimmt. Hoffentlich passt das jetzt. Zweistufige Auflader. Und da sind zwei Lader parallel gesetzt auf der Vorladestufe. Oh ja. Oh ja. Pass auf, wenn die Wolke kommt, nicht zu tief einatmen, da ist jede Menge Alkohol drin, Unverbrannter. Denn die Jungs spritzen drüber, fahr drüber, sonst hier in den letzten Jahren nachgerüstet hat. Nein, jetzt kommt noch Turboladung dazu. Hörskamp mit Turbos aufliegen. Und jetzt auch noch Turbolader. Heinz-Josef Hörskamp. Willkommen, ihr Sink. So, der ist leiser geworden. Mit Turbos muss es. Das ist fast schon frevelhaft. Das ist fast schon frevelhaft. Vorher mischt er die Luft mit Alkohol und dann verdichtet er sie im Turbolader. Und ihr könnt sicher sein, dass 3 mm Schutz um die Turbos ist, weil die fliegen im Übrigen der Union. Habt ihr gesehen? Es ist absolut glücklich. Und offenbar waren es schon mal 8 Bar gewesen. Na? Lass drauf! Was gibt es? Aber die beiden, die laufen eigentlich noch ganz manierlich. Die laufen jetzt noch nach. Der dritte Rad. Rausgeholt, es wäre zu schwer zu schleppen. Aber ihr solltet gefälligst das Sixpack. Können Sie mal präsentieren? Halt, Tom Nulli! Herr Riesen! Da war die Prognose noch gar nicht so schlecht. Und wer hat gemeint, ich soll noch heute zurückgehen? Da ist der am Firestone vorbei. Seht ihr das? Seht ihr das? Der Diesel mit ehemals 320 PS. Baff, Theo Niesmann. Dazu muss er aber erstmal den Rippen.
Zettel. Da hat er sich vertan. Da hat er sich rein vertan. Und ist hier genau hier gelandet. Vom Feierst. Komm, sag's nochmal bayerisch, dann lassen wir es damit bewenden. Keiner mal die Worte, wenn wir nicht mal ein paar Plattdeutsche Binnigen. Heinz-Josef Hirschkamp mit Thomas auf Green Monster. Der Wahnsinnsknabe, der dem Allison zusetzt wie ein Theonismann seinem Duff Diesel. Hirschkamp und Green Monster. Wo kommt er hin? Ach, lass mir die Spekulation. Die Latte steht bei... Und da müsste ich mich schon sehr wundern, wenn er das packen würde. Hirschkamp! Und Wahnsinnsdetonationen im Ansaugtrakt zunächst. Trotzdem, Hirschkamp und Bickhorn Dissing, ihr seid auf dem richtigen Weg. Klaus Röttke, Blau Chicken. Und der Hans Bauer, der Traktor kommt vom Chiemsee, ein alter Deutz. Extrem getunt, Feuerteufel. Rätsel dieses Deutz. Rätsel von Mund und Mäuse. Während hier gepult wird. Ich muss das nochmal als Aufruf an die Service-Schlipperfahrer alle formulieren. Schlipper vor dem Bremswagen in der Klasse auch nicht so arg viel zu melden, würde ich sagen. Wenn du keinen Nummer hast, Diesel fährt. Oh. Ja, aber ich glaube, es ist eine merkliche Steigerung gegenüber der mir gewisse Zuversicht signalisiert, dass das jetzt alles ganz anders ist. Über Ostern einen neuen Motor. Ist auch eine Art von Osterei. Little Red Rooster und die Stratmänner aus Felbert. Der IA. Ja. Da ist ein Pin. Ach so. Ein Full Pull bisher. Blue Chicken. Blue Chicken, Klaus hat geführt. Harald Weber und Platzisch. Ja, Full Pull wird es wohl, oder? Platzisch, der heiße Johnny.
aus dem Innsbruckkreis. Wow! Der Hans hat den Rodi übernommen und fängt jetzt an, sich einzuschießen. Und er geht ab der Maschinenmechaniker. Auf Aus Edelweg gibt es jetzt nicht nur die Bremse, sondern auch Cäsar. Bisher also Reihe. Reihe durch die Tür. Reihe vor Puls. Zumindest pflichtgemäß, zumindest Motorblock Getriebe gehabt, ihre Motoren ganz schön aushöhlen und mit neuen Powerparts füllen. Und dann natürlich fünf Turbolader. 2, 3, 4 Stück für einen Dieselmotor, der vorher gerade mal 100 bis 150 PS hatte. Losschicken! Klaus Ratke! Tja, 3.100 Kilo. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und nach Bayern umgesiedelt. Rodi. Die Art und Weise, wie er die Pferdchen vom Zügel lässt, ganz im ersten Moment. Und ganz der ja auf Platz 2. Leichtmetall. Aufbau insgesamt. Das heißt, im Prinzip ist das ein kleiner Fahrbauer. Ghostbuster, was denn hier? Aber trotzdem, achso, das ist eine Rind oder was? Vitriol oder was? Vitriol! Und mit wo oben ich bin? Oh Gott, oh Gott! Ey. Da tun sich Abgründe auf. Abgründe. Das war der Marker bereit.
bisschen von dem Regen befreien, vielleicht. 50. Ich setze jetzt direkt die Mütze wieder auf. Das sind zwei Friseuse. Du bist nicht Friseuse, oder? Besonders nah hier sein. So, der Ghostbuster, der... Nein, das sind sie nicht dann. Das stimmt gar nicht. Der Joker hat schon gesehen. Was passiert? Vorher nicht. Jetzt ist ihm wirklich was passiert. Der Motor ist okay, aber diesmal ist die Kraftübertragung vom Motor zum Hinterräder irgendwie ausgefallen, sag ich mal. Gestern ist Vergangenheit und zählt nicht mehr. Da geht es wieder. Ich wiederhole, schwarze BMW, GT 10U35, rote Honda, GT 1133. Und das ist... zwei Klassen zu bewältigen und in beiden zwei Traktoren zu powern. Heute ist er allein. Laufen! Hier, schau die grünen Männer hier an. Ja, das sind die Monster. Die beiden. Ich bin ja sehr verbunden, denn jetzt kommt Sound, jetzt kommt andere Musik. Und sowas kann passieren. Irgendwo brennt's. Aber hier brennt's auch. Ein gewaltiges Feuer. In 24 Zylindern.
Überlegt euch das mal. Lasst euch das mal irgendwie so ein bisschen geistig. Was? Wie viel Hubraum hat ein VW Golf? Und der hat 36 Liter in jedem. Der Eugen hat schon einen Humor. Schlägt da hinten einen Traktor dran. Und die Bremswagen-Crew sieht das jedes Mal. Das ist psychologische Kriegsführung ist das. Und dann hat er natürlich noch 5 Motoren vor. Ihr schämt euch mal ein! Euch kann das gar nichts!
anstatt dass in der Eugen Kiemel nach Schwaben verschleppt. Ha? Was haltet ihr davon? Wenn der in Münsterland bliebe, der Pokal, nicht die Probleme. Ja? Wir haben hier manchmal ein Kommunikationsproblem, ja, zwischen Zuschauer und Fahrer. Da gibt es echt ein Kommunikationsproblem. Ich wüsste ja auch nicht, wie wir das abändern können. Du meinst, damit wäre das Kommunikationsproblem gelöst, wenn ich das Maul halte? Politik! Er schlägt zurück. Also zwei Münsterländer haben auf dem Podest. Aber es könnte sein, dass der Schwabe, dass dieser Schwabe, der Eugen Kiemel, mein Landsmann, dass er jetzt vorbeifährt. Wer hält das für möglich? Achtung an der Durchsage, Brigitte Burkhardt hier zum Sprecherwagen, der Kassenrade. Genau was er mit dem Loch gemacht hat. Genau was er mit dem Loch gemacht hat am Start. Jetzt Spinnung. Als den Schatten von Kindern sozusagen schlägt er die ganzen Portaler Schwaben. Ja, ich glaube, man ist ein bisschen erschrocken, wie der plötzlich abging, der Traktor. Hat das mit. Unser schwarz-weißer Stab schon wieder auf der 100-Meter-Marke. Das heißt, die Latte ist wieder hochgelegt. Der ganzen Leistung, die solchen Motoren entlockt wird. Mehr als 20 Sekunden geht nicht. Lecke mit Rüster aus Kremberg. Gratulation! Der Motor von Ostern hat wieder gut gehalten. Über 70 Meter für die Stratmänner. Little Red Rooster. Du warst davon aus, dass du mit 19 willst, hä? Ja. Die Blaue, die Grüne. Und jetzt, da hat die Realzeit zur Stadtwechsel mit Realzeit. Und einen guten Start. Und Rick Bauer und Christian Zelensky mit dem
Team und da ist der Ladekrug weggebrochen. Schlagartig weggebrochen. Feier der EFE. Der Franz Bauer. Landmaschinen Karitzki. Frankreich auch. Frankreich ist ja noch. In Deutschland zahlen dann solche Traktoren sehr selten. In USA getuned. Hypermax heißt das Zauberrohr. Optimal auszureizen. Hans Schwellert und Audi! Und Rowdy, eines der Höhepunkte hier im Raum ist jedes Jahr Pullenfrüchte auf. Und erstmal richtig laufen, dann wird das umgepflanzt auf den Green Fighter. In der 4,4 Tonnen Klasse mit, da hat das Billy, das ist der Hans der Blasen. Und das Billy, der kriegt einen Haufen Alkohol. Einen ganzen Haufen Alkohol. Aber es scheint mir noch nicht ganz genug zu sein, um richtig auf Geschwindigkeit zu kommen. Und das ist der Versuch mit klassischer Futterfüllertragung. Ohne Schwung. Ohne Schwung, da geht nichts. Da rutscht du raus vor der 14 Meter Marke. Das hat ja auch nichts damit zu tun, dass die Wald was nass ist. Traktion ist einfach nicht mehr da. Ja, und er kürzt sich auf die 40. Aber die kommt nicht mehr. Speedy, Hans-Theo Klaasen. Unser Presskampf. Emsig gearbeitet und geschüttelt aufgelegt. Wir hatten es wirklich auf 10 Minuten nicht geschafft. Heute das erste Mal am Start in diesem Jahr. Klaus Blank und der Fiat Super Adli. Okay, was ist heute in Füchtorf? Klaus Blank und der Fiat Super Adli. Spaß daran, dass er endlich mal wieder auf dem Bock da sitzt. Klaus Blank. Also, wir waren nicht vom Pappel, der Pulpul, oder? Wir haben auch was getan. Auch über Ostern, sage ich euch. Auch keine Eier gesucht. Es klingt an der Tür, da steht Herr Schmidt und Schmidt bringt die Familie mit. Schwager, Opa, Kinder, Hund, alle rappen sich die Füße hoch. Sie retten die Wohnung, bei der die Last und selbst macht im Bett mit Kisten. Der Opa schreit das Licht aus. Das erscheint mir sonst etwas gefährlich. Leben mit einer leichten Schmierschicht oben drauf. Das ist ja regelrecht. Es hebt sich der Vorhang. Ja, hier ist der Stadionstadion. Das ist der. So er vom Start wegkommt, wird ihm kaum nennenswerten Widerstand entgegensetzen. Ich hoffe, der Bremswagenfahrer hat gute Waffen. Aber jeder holt Platz. Da kann man doch schon mal in dieser Gegend, ne?
Das hatten wir doch schon mal in dieser Gegend. Vorgelegt im Stechenberg 4-4 Superstandard. Bayern mit dem Rolli macht. Das ist natürlich eine Herausforderung. Du bist kaum mit dem Traktor besonders gut. Die 3, 4, 5 Scheiben sind der metallbeschichteten Spezialkupplungen in unseren Sportgeräten. Deshalb haben wir halt gerade wieder das Getriebe aufjubeln hören. Bei Rolli! Und der hat Schweikert! Hat er den Gang nicht drin oder was? Ja doch, da kommt er! Und wir sind hier! Zu kurz, zu kurz. Zu kurz für einen Sieg. Platzisch hat die Nase vorn. Und ich glaube, es ist absolut klar, Platzisch ist der Sieger. Wir haben keinen dritten.